Und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die letzte Folge haben wir damit beendet, dass wir diesen dummen Busch nicht gefunden haben. Und dann machen wir damit jetzt natürlich auch weiter. Ich habe selbstverständlich nicht nach dem Beenden der Aufnahme hier angefangen weiterzusuchen, sondern so wie es sich gehört, aufgehört und jetzt erst wieder angemacht. Denn ihr kriegt immer alles mit, was ich spiele. Ich mache nichts offline. Also halt nicht aufgenommen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wenn, dann soll man schon einen 100% realistischen Eindruck vom Spiel bekommen. Hier ist nichts geschnitten oder sonstiges. Und wenn ich vielleicht auch ab und zu mal genervt bin von manchen Sachen, dann bin ich das halt. Ihr sollt ja auch mitkriegen, ob das Spiel Spaß macht und dass es auch vielleicht teilweise manchmal etwas nervig ist. Ich sitze bestimmt nicht die ganze Zeit mit guter Laune hier und tue so, als wäre das schönste Spiel der Welt, obwohl es mir bis jetzt sehr gut gefällt. Das mache ich aber auch bei allen Spielen so. Es gibt kein Spiel, was richtig geil ist. Also was schon was geil ist, aber was dauerhaft nur Spaß macht. Sondern es gibt immer mal Situationen, die nicht so cool sind und die einen persönlich vielleicht etwas nerven. Genügend über Spiele und Gefühle geredet. Lasst uns jetzt mal weiter gucken. Wir sind hier. Wir müssen diesen einen dummen Busch noch finden, aber ich weiß wirklich nicht, wo der sein soll. Ich habe auch ganz stark das Gefühl, dass uns Baumstämme verloren gegangen sind, aber das kann auch nur ein Gefühl sein. Ist das ein Busch? Nein. Da drüben ist ein anderes Waldgebiet. Hier ist alles nur voller Bäumen. Ja, wir laufen jetzt hier noch einmal drumherum. Ansonsten habe ich die starke Vermutung, dass es vielleicht doch einfach backt. Und eventuell einen Busch nicht angenommen hat, den wir zersägt haben. Ich laufe hier gerade mit eingeschaltener Kettensäge durch. Oh, jetzt? Oh, jawohl, da war er anscheinend. Okay, hey, cool. Wir haben es geschafft. Das war tatsächlich Glück. Dann laufen wir jetzt mal zum guten Oliver. Hallo, erledigt. Oliver. Ich habe alles auf Vordermann gebracht und die Bäume sind nicht mehr da. Vielen Dank. Der Traktor gehört jetzt dir. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Wenn wir schon dabei sind, kennst du jemanden, der einen Anhänger abgeben würde? Einen Holzhänger? Es wäre schade, wenn das geschlagene Holz nicht verwendet werden kann. Tatsächlich. Besuch Isaac an der Sprungschanze. Er hatte einen, vielleicht braucht er ihn nicht mehr. Das werde ich tun. Danke. Sehr gut, aber war das nicht schon der oben? Wir haben doch den Hänger von dem bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Isaac hieß, aber ich glaube, das war Isaac Newton, wenn ich mich nicht täusche. Wir fahren jetzt auf jeden Fall... Oh, jetzt kam erst die Aktualisierung. Ah ne, doch, neue Mission. Rede mit Isaac. Hilf Isaac. Hier drüben. Okay, dann war es der doch nicht. Ach nein, der hieß Connor, ne? Ja, ich glaube, der hieß Connor. Ich hab's nicht so... Das Ding sieht ja mal stylisch aus. Ja, geilo. Geht das Tor von alleine auf? Nee, ne? Schade. Huch. Ganz schön leichter Traktor, wenn der einfach so wegzuschubsen geht. Aber das wird doch langsam hier mal richtig geil. Schaut euch... Oh, Tempomat hat das Teil sogar. Wie viel kann ich den... Oh, der geht immer nur ganz kurz auf. Ach, jetzt Tempomat an. Sehr schön. Brauchen wir bloß noch lenken. Ich brauche kein Gas mehr geben. Die Autos halten sowieso alle für uns an. Von daher machen wir uns doch den Stress nicht. Fährt er denn jetzt weiter? Na, guck mal, wir sind jetzt genau vor dem Feldweg jetzt. Lassen wir mal kurz so gucken. Nö, er macht Pause. Alles klar. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der weiterfährt. Jetzt ist die Frage, wo war denn der gute Connor? Der war doch hier oben, oder? Wir sind doch... Moment, wir gucken mal. Hier ist doch unser Zuhause, ne? Oder bin ich gerade verwirrt? Ah, Moment, wo ist denn hier eine Bleibe? Hier unten. Ach, ich war völlig falsch. Wir sind ja die Straße hier hoch. Und Isaac, nicht Isaac, jetzt sage ich schon Isaac. Alte Maschine, alter Trailer, auf jeden Fall hier. Machen wir uns dort jetzt mal den Stern hin. Dort in der Richtung war definitiv der gute Connor. Und jetzt holen wir uns erstmal den normalen Anhänger. Und falls wir den dann kriegen, boah, guckt euch das mal an. Das ist doch mal hier langsam so richtig Landwirtschaft hoch eine 100 Millionen. Wir machen auch wieder die Ansicht, ich finde das schöner. Ja, dann holen wir uns jetzt erstmal den Anhänger, den wir schon, Deutsch ist heute wieder richtig gut, den wir uns erarbeitet haben.
Und sobald wir den haben, dann schauen wir mal, was wir dann machen. Eventuell geht's angeln. Waren wir hier richtig? Ja, wir können hier lang fahren und dann oben links. Dann geht das auch. 23. Na Mensch, das kann Ewigkeiten dauern. Ich glaube, es wird gerade dunkel, ne? Und wo steht die Uhrzeit? Die stand doch mal da. Ach, hier. 19 Uhr. Dann holen wir jetzt den Hänger. Ich hoffe doch, dass die Beleuchtungsanlage des Hängers noch zuverlässig funktioniert. Und wenn wir das getan haben, bringen wir den schnell auf unseren Hof. Und dann gucken wir mal vielleicht zum lieben Bürgermeister, dass wir mit dem eine Runde Nacht angeln. Weil wir brauchen halt auch bald mal wieder was zu essen. Da unsere liebe Tante nicht so wirklich ihr Versprechen hält, dass wir bei ihr immer essen können. Aber einen alten Pickup haben wir zumindest schon geschenkt bekommen für das, was wir getan haben. Also will ich mal nicht so sein. Hier vorne sollte es jetzt links gehen, da fahren wir lang. Kann ein Weilchen dauern, aber so ist das nun mal auf dem Land. Zum Glück keine riesige Fahrzeugschlange hinter uns, die uns alle anhupen und böse in den Rücken starren. Ich fahre trotzdem bloß die offiziellen Straßen lang, auch wenn man mit so einem Traktor wahrscheinlich besser durchs Gelände kommt als mit der alten Christine. Aber das hat mir wirklich einen Schock verpasst das letzte Mal, dass wir da fast stecken geblieben sind. Stellt euch vor, wir hätten den Wagen verloren. Mann, Mann, Mann. Hätten wir hier alles mit dem Traktor abfahren müssen, mit 23 km/h. Es geht bergab, schafft er da nicht ein bisschen mehr? Ein Tempomat ausschalten? Nö, nee, auch da ist maximal 23. Dann macht man Tempomat wieder an. Muss ich mich weniger auf das ganze Fahren konzentrieren. Wollen wir doch mal abkürzen? Nein, ich traue mich nicht abzukürzen. Wir lassen das. War schon wieder eine dumme Idee. So, Lichter macht man natürlich an, es wird langsam Dämmerung und so. Müssen wir natürlich verstärkt auf Wildwechsel achten. Haben wir ja gleich in der ersten Folge gesehen, wie schnell es hier mal zu einem Wildunfall kommen kann. Na, jetzt aber schnell rüber, mein Freund. So, Achtung, Anhänger schwenkt aus. Obwohl, nein, wir haben ja noch gar keinen Anhänger. Wir fahren ja bis jetzt nur den Traktor. Dann gehen wir auf jeden Fall eine Runde Nachtangeln. Dann haben wir hier schön den Anhänger und einen Traktor. Und nach dem Nachtangeln würde ich sagen, reparieren wir noch ein weiteres Gebäude auf unserem Hof. Und dort sollte ja dann eigentlich alles erledigt sein. Sodass wir eventuell noch eine Belohnung kriegen von unserem Onkel. Vielleicht aber auch nur ein nett gemeintes Dankeschön. Und ein paar Sozialpunkte. Mal schauen. Was steht da oben links drauf? Ach, Busstopp, Busstopp, okay. Und dann würde ich sagen, machen wir uns vielleicht mal auf den Weg zu Isaac, damit wir diesen coolen Holzanhänger bekommen mit Greifarm. Dann holen wir uns die ersten Holzstämme, hauen die schön ins Wasser, so wie wir es gelernt haben von unserem Onkel. Und dann können wir die höchstwahrscheinlich beim Sägewerk abholen und müssen die dann noch trocknen lassen. Ich habe zumindest einmal in einem Ladebildschirm gelesen, den seht ihr ja meistens nicht, also den nehme ich natürlich nicht mit auf. Es lädt auch nur ganz am Anfang, bevor das Spiel startet, jetzt nicht zwischendurch. Also da ist nichts rausgeschnitten, aber beim Weltladen sozusagen, da stand da, dass man auch nasse Bretter verkaufen kann, die allerdings nicht so viel wert sind wie trockene Bretter. Also gehe ich da mal stark davon aus, dass wir die Bretter dann auch trocknen. Wow, hallo! Habt ihr das gesehen? Mann, 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 vor allem Riesenkurve, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass die extrem eng war. Die stehen auch den ganzen Tag draußen und diskutieren, ne? Wir sollten einfach durchhalten. Deswegen müssen wir höchstwahrscheinlich die Bretter trocknen und können sie dann benutzen oder halt auch verkaufen. Da bin ich mal gespannt drauf. Generell der ganze Handel so mit Verkauf. Jetzt würde ich dann doch nochmal die Kamera umstellen. Guck mal, was wir hier für Dinger ziehen. Oh, es tut mir leid, mein Guter. Ey, das ist ja mal cool gemacht, dass wirklich der Boden darunter auch so ein bisschen leidet, dass man die Spuren sieht. Ja, Achtung, Connor, ich will dich nicht umfahren. Dass es sich ändern wird. Ankoppeln. Wahnsinn, dass die nicht mal einen Meter zur Seite gehen können. Ich möchte auch nicht ausprobieren, ob wir
ob wir Personen umfahren könnten. Das weißt du doch gar nicht. Das muss nicht unbedingt sein. Also, es geht wieder zurück. War ein ganz schön langer Weg für so einen kleinen Hänger, aber naja. So ist das du mal. Lasst mich nochmal ganz kurz schauen. Wir sind jetzt hier oben. Wo sollte der gute Connor sein? Ich verwechsel die Namen. Isaac. Ganz hier drüben. Na gut. Dann fahren wir wirklich jetzt erstmal bloß den Anhänger nach Hause. Und steigen dann wieder den Pickup um. Und bei mir ist gerade etwas von der Wand abgefallen. Ein Stück Dämmung oder Dämpfung. Damit ihr einen schöneren Sound habt. Eine kleine Akustikplatte. Ist mittlerweile die zweite. Da war so ein dummes doppelseitiges Klebeband dabei, was einfach überhaupt nicht geil ist. Alle anderen Platten, da war nichts dabei, da habe ich schön Sprühkleber drauf gemacht, hält ideal. Aber die Dinger, die am teuersten waren, da war bloß doppelseitiges Klebeband dabei und es hält einfach nicht. Auf Raufasertapete. Also klar, vielleicht ist es auch nicht für Raufasertapete geeignet, aber trotzdem. Davon muss man doch ausgehen. Wenn sich jemand sowas kauft, dass er auch Raufasertapete hat. Vor allem gerade, weil es so teuer war. Okay, wir müssen weiter runter. Genug gequatscht über meine Probleme. Ich denke mal, die werden in den nächsten Wochen jetzt einfach alle einmal abfallen und dann werde ich sie alle oder jedes einzelne dann wieder mit Sprühkleber ansprühen und dran machen. Mal gucken. Also heute Nummer 2. Ich halte euch auf dem Laufenden, wann Nummer 3 abfällt. Natürlich schön in der Aufnahme. Allerdings war das jetzt Akustikplatte auf Teppich, das habt ihr, glaube ich, nicht gehört in der Aufnahme. So, hier unten würde ich links machen. Ach nein, wir müssen noch weiter runter. Ich hab's leider nicht so mit der Orientierung, nicht nur in dem Spiel. Hey, was denn jetzt? Oh, das ist auf einmal voll langsam geworden. Ich dachte schon, der Sprit ist alle. Ich sehe aber auch keine Anzeige für Sprit. Sehen wir das vielleicht hier? Nö. Abschleppwagen rufen. Alter Traktor. Aber es wird dich auch was kosten. Oh nein, bitte nicht. Weil wir haben ja so eine kleine Tankstelle auf dem Hof. Oh oh, oh oh. Ach, vielleicht können wir den Abschleppwagen rufen, wenn wir so stecken bleiben, wie mit der Christine in einer der letzten Folgen. km/h bergauf. Oh Mann. Ja, lass es uns nicht ausprobieren. Mit dem Abschleppen lassen. Ich schleppe lieber ab, als mich abschleppen zu lassen. Und das Licht war schon wieder aus. Ein Glück kam die gute Polizei nicht vorbei. Das hätte Ärger gegeben. Wir haben es gleich geschafft. Es geht jetzt wieder bergab. Schaut mal unten rechts. Ach nein. Nee, doch unten rechts seht ihr. Ich bin unten links. Wie schnell das Ding auf einmal wird. Wahnsinn. Und da haben wir es doch gleich geschafft. Hier unten die Straße links. Und hier ist doch schon... Nein. Wahnsinn, also ich bleibe auf der Taste gedrückt und er fängt dann trotzdem an langsamer zu werden. Immer Angst, dass der gleich ausgeht, da ich das jetzt mit dem Abschleppen gelesen habe. Vielleicht ist auch einfach meine Taste kaputt. Ja, natürlich auch nicht so schön. Aber ist immer noch günstiger als 200 Euro fürs Abschleppen. Da hinten haben wir so ein Bettsymbol, das heißt wahrscheinlich, dass der Gute schläft. Dass wir jetzt am besten nicht dorthin fahren sollten. Und einmal hier, ey, das For-Sale-Schild muss wirklich langsam mal weg. Wo parkt man das gute Ding? Ich würde gerne mal gucken, wir fahren das am besten mal hier dran. So, wir haben es geschafft. Hey, da steht er. Können wir nichts mitmachen? Können wir auch nichts mitmachen. Okay, bringt nichts. Ist hier das hintere Licht noch an? Das ist es jetzt aus? Ja, nicht, dass uns hier noch die Batterie über Nacht leer geht. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Wir haben es 20.45 Uhr. Wir brauchen auch langsam Schlaf. Wir hauen uns vorher mal noch einen Apfel rein. Oder zwei. Dann sind wir wieder einigermaßen
gesättigt, auch wenn man zu später Stunde eigentlich nichts mehr essen sollte, aber so ein Apfel. Ich glaube, das geht. Dann hauen wir uns gleich mal ins Bettchen und dann machen wir uns auf den Weg zum Isaac und holen uns so einen geilen Anhänger. Hoffentlich müssen wir dafür nicht wieder 800 Stunden mit der Nagelpistole arbeiten. Können wir denn eigentlich hier die Dinger mal ganz machen? Nicht so. So hier. Zumindest bloß mal schnell den Boden, dass wir hier nicht solche krassen Stolperfallen haben, beziehungsweise ja schon so groß, dass wir vielleicht im Keller landen würden. Waren wir denn eigentlich schon im Keller? Haben wir überhaupt rausgefunden, wie wir in den Keller kommen? Vielleicht nur von außen, ne? Ich glaube, das war die Vermutung das letzte Mal. Tja, wir sind halt ein richtiger Holzfäller. Wir kennen einfach keinen Feierabend. Wir wollten schon längst ins Bett. Und doch nochmal, obwohl wir schon nur noch in Boxershorts waren, die Nagelpistole rausgeholt. Um hier zu Hause noch ein bisschen Hand anzulegen. Und das klang überhaupt nicht zweideutig. So, reicht aber. Ich möchte euch nicht so dolle damit langweilen. Ab geht's hoch mit Baugerüst ins Bett. Denn ich mag den Geruch von alten Baugerüsten. So, bequemes Bett oder für eine Woche? Nein, für eine Woche ruhen wir uns nicht aus. Ach, wir konnten ja gar nicht auswählen, wie lange wir schlafen wollen. Das hatte ich schon wieder gar nicht bedacht. Ach, schön. Frisch ausgeschlafen. Erstmal mit Gerüst wieder früh auf die Terrasse drauf. Hä? Hab's doch geöffnet. Ach so, nee. Moment, Entschuldigung. Hier lang. Schaut mal, kann ich von hier angeln? Nö, das wäre natürlich geil. Früh auf die Terrasse. Oh, doch, kann ich. Also, das ist doch ein Traumleben, oder? Früh aufstehen, erstmal auf Terrasse. Noch nicht geduscht, keine Zähne geputzt. Aber erstmal einen kleinen Fisch für ein leckeres Frühstück geangelt. Jetzt natürlich die Frage, wenn das ein richtiger Simulator ist, könnte es natürlich passieren, dass wir hier Ewigkeiten warten. Ach nein, guckt mal. Ach doch, LMT, fang den Fisch. Hab ich. Her mit dir. Komm her. Muss ich noch was machen? Haben wir den? Oh ja. Da haben wir ihn. Okay, geht eigentlich von der Zeit her. Frisches Nahrungsmittel, schmackhaft, aber von geringem Nährwert. Hier unten haben wir noch Koch. Dein Weg zur kulinarischen Meisterschaft. Erstelle grundlegende Konserven, höherer Nährwert, mehr Gewinn. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das erstellen können. Wir gucken mal hier unten in die Küche rein. Ach, wir wollten ja eigentlich Nachtangeln mit dem Bürgermeister und jetzt habe ich mich einfach schlafen gelegt. Es tut mir leid. Ich habe Sachen versprochen und habe sie nicht eingehalten. Aber ja, machen wir nächste Nacht. Tut mir sehr leid. Oh, was denn hier alles kaputt? Mann, Mann, Mann. Haben wirklich solche kleinen Dekoleisten hier, die braucht doch keiner. Ich bin Holzfäller und nicht... weiß nicht. Irgend so ein penibler Typ. Können wir jetzt hier kochen? Ja, benutzen Küche. Sehr gut. Grundlegende Rezepte. Rezepte. Genau. Rezepte natürlich. Apfelmarmelade. Zucchini in Dosen. Ja, Fisch in Öl würde ich ganz gerne herstellen. Macht er gerade. Sehr gut. Und zack, da haben wir's. Gucken wir doch gleich mal. 35 Nährwert hat's gleich. Dann machen wir uns auch noch einen Apfelmus, oder? Ach nein, Apfelmarmelade war's. Entschuldigung. Ach, sehr schön. Müssen wir ja gar nicht viel machen. Ich dachte schon, wir brauchen dann irgendwelche Rezeptbücher und so weiter. Na, das passt doch. Da haben wir doch was erlernt und damit werden wir höchstwahrscheinlich auch unsere Kochstufe nach und nach verbessern. Was müssen wir denn an dem Bild reparieren? Wir sind ja anscheinend jetzt schon Kunstspezialist. Und machen kleine Risse, Dellen und Farbverfälschungen von Van Gogh-Gemälden wieder wett. Ganz schön viel kaputt hier im Haus. Dafür, dass es so gut aussieht, ich weiß gar nicht, was da hier die ganze Zeit nagelt. Ab und zu, oh, nicht mal dann die gleiche Holzfarbe oder wie. Na super. Dann lasst uns das Häuschen verlassen.
Aber bevor wir das tun, und das ist immer noch so geil, dass man hier einfach rausgucken kann, machen wir erstmal eine kleine Folgenpause. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 20 Uhr kommt dann die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.